Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier heute ein bisschen gemeinsam spielen. Wir beginnen heute ein neues Projekt. Ein kleines. Mal gucken, wie lange lang das wird, wie lang das Spiel ist. Ich habe das Spiel selber noch nie gespielt. Ich habe beobachtet schon länger auf Steam, habe dann jetzt mal gesagt, im Sale für 30% weniger oder so. Da schlägst du mal zu. Das könnte ganz interessant werden. Wir spielen Dai Young. Ist ein Survival, aber nicht dieses klassische Survival Crafting Basen bauen, sondern du musst weglaufen und überleben. Also es sind wohl irgendwelche Menschen auf dieser Insel, die einen umbringen wollen und die Hälfte der Tiere will einen auch umbringen. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Oder noch nicht getestet, bevor ich die Aufnahmen gemacht habe. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe es einmal angeschmissen, hab's einmal eingestellt, weil das auch Unreal Engine ist, die ja nicht ganz so gut mit meinen vier oder drei Bildschirmen klarkommt. Deswegen habe ich es einmal gestartet, bisschen eingestellt, aber mehr habe ich noch nicht gemacht. Das Spiel kommt jetzt, so wie ich es geplant habe, wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, vom Schneiden her zweimal die Woche. Dann haben wir 6 Videos die Woche im Moment. Quasi sonntags Fallout, montags Dai Young, dienstags Euro Truck Simulator, Donnerstag Fallout, Freitag Dai Young und Samstag wieder ETS. So ist es geplant. Mal gucken, wie viele Folgen es werden. Ich denke mal, es werden nicht so viele wie bei den anderen beiden Spielen werden, weil irgendwann werde ich das durchgespielt haben. Ich weiß nicht, wie lang die Story ist. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt da genauso viel Lust zu wie ich. Ich freue mich da richtig drauf auf das Spiel. Weil ich das schon sehr lange beobachte und denke, das könnte echt cool sein. Weil es halt auch nicht so ein mit Basenbau Survival ist, sondern einfach nur Survival. Finde ich cool. Also, ich würde sagen, lassen wir uns überraschen, was auf dieser komischen Insel so vor sich geht. Und was uns da noch alles zustoßen wird. Wir heißen Daphne, glaube ich. Ein junges Mädel. Ja. Und wir sind auf der Flucht. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und dann ab auf die Insel. Ich habe das jetzt einmal vorhin gestartet, um es eben einzustellen, weil das wieder Unreal Engine ist. Das mit den drei Bildschirmen wieder vernünftig funktioniert. Ich glaube, ich habe es einigermaßen hingekriegt. Was ich ganz cool finde, ist das hier Streamer Mode. Wobei ich gerade im Steam Forum geguckt habe, scheint wohl nicht so ganz zu funktionieren. Also habe ich die Musik mal ganz ausgemacht. Der Soundtrack ist nicht schlecht, also ist schön. Also zumindest das Lied, was ich bis jetzt gehört habe, die ein, zwei schöne rockige Lieder, das hat wohl was. Sowas mag ich. Das ist nicht verkehrt. Es ist ein Survival. Wir müssen irgendwie einer Insel entkommen. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe es eingestellt. Ich habe jetzt Grafik nicht wirklich viel dran rumgedreht. Hide hat. Muss man nochmal gucken, ob man das eventuell mal braucht. Gamepad habe ich ja nicht. Preset spiele ich jetzt auf Survival. Was hätten wir noch zur Auswahl? Ach, kann ich gerade nicht ändern. Warum kann ich das gerade nicht ändern? Ach, da nimmt das. Adventure wäre. Was wäre denn Adventure? Medium. Medium. Leisure ist wahrscheinlich High. Wir versuchen es mal auf Survival. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. So. Ansonsten, ich habe es noch nicht angespielt. Ich habe, wie gesagt, vorhin angeguckt, es lädt. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Wir gucken uns mal an, ob wir das hinkriegen. Starten wir ein neues Spiel. Im Adventure Mode, ja. Doch, das wäre jetzt das richtige Mal. I was born into the high life. I've always liked to exceed. Always loved strong sensations. I experiment with everything. I've never been an addict, just more of an adrenaline junkie. My crowd has always been the people living on the edge. Still, nothing could have prepared me for what happened on that island. It was supposed to be the joyride of the summer. Rashid said it was all a done deal. He said we'd rule the beach after. We had no idea what we were headed into. Nightmares have a way of just
happening. Everything was a blur, but I was sure of it. I'd been buried alive. I feel dizzy. Where am I? My throat hurts. Water. I need water. Hey! Hey! Help me! What the fuck? What's that? Eine Karte. So, gucken wir mal. Wohin? New Document. Das bin ich? Okay. Ja. Da. Hand-drawn map. Da sind wir. Okay. Das ist die Insel. Hm? Da ist Norden. Follow the red marks. Also sollen wir jetzt dahin, oder wie? Wir gucken uns mal an. Follow the red marks. Climb up the well. Find a water source. Find the coastal tower, go down the tower, follow the shore path, cross the gate, reach the high tower. Okay. Over here, simple bandage, healing powder. Achso, das könnten wir jetzt craften. Okay, wir haben einen Kompass. Hm. Okay. Das ist die Karte, wir sind hier. Achso, da kann ich dann später Klamotten anziehen wahrscheinlich. Wenn ich welche gefunden habe. Okay, dann klettern wir da mal hoch, würde ich sagen, wa? Press Spacebar to jump. W to clip. Woher kenne ich diese weißen Striche an allem, wo man hochklettern kann? Was war das noch? Far Cry hatte das auch, ne? Meine ich. Entweder Far Cry oder Assassin's Creed, aber ich glaube. Oder Tomb Raider. Das kann auch sein, dass es Tomb Raider war. So. I thought I would die down there. Ich hab doch das leise gedreht, die ganzen Dialoge und so weiter. Ich hab doch alles auf 50%. Na, wir gucken mal, ob's über das. Rose! Okay, wir drehen's doch noch ein bisschen runter. So. Andre! Ist immer noch so laut, okay. Wofür habe ich diese Audioeinstellung, wenn sie nichts ändern? So. Fuck are they? Böse Worte. Looten, looten, looten. Wir machen erstmal Quicksave. Wie sich das gehört. Looten, looten. Looten. So. Also, was sollten wir machen? To-Do-List. Find a water source. Find the coastal tower. Also, Wasser finden. Wir hätten das Ding bitte weggeschoben hier. Mich wohl Jesus. Da hochgeklettert. Steep Drops can be fatal. Ach. Da unten läuft der Ziege. Kann ich springen? Springen kann ich auch. Kann ich die Kamera vielleicht ändern in der Außenansicht oder so? Oh, das muss ich umstellen. Crouch auf C geht gar nicht. Okay, es ist schon auf Left Control, dann will ich nichts sagen. Map, Canteen, Kompass. Kompass ist was? B. Gut, B sollte eher Binoculars sein, aber ist okay. Kann ich mit um. Aber Hauptsache ist auf Steuerung, dass ich mich hier. Da wäre ein Haus. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Haus. Wahrscheinlich werden wir dann gleich gekillt oder so. Okay, da kann ich. Ah, okay, da kann ich hier so mit Perception kann ich mir Sachen finden. Da steht einer. Wir versuchen einfach mal den Tod zu kloppen. Mehr als sterben können wir nicht. Da komme ich gar nicht ran, ne?
viele eigentlich. Das sind ja zwei. Ups. Er ist hin. So. Okay. Der sieht nicht lieb aus, der Hund. Can't carry more items. Okay, was haben wir für Probleme? Maps, Item, Craft, To-Do-List. Craft, bin ich jetzt verwundet? Kann ich nicht sehen. Ah, ich bin voll. Ich muss also irgendwas wegschmeißen. Baton, Knife. Empty Bottle, Canned Food. Use. Hauen wir mal weg. Craft. Wir können eine Simple Bandage craften. Die Frage, ob das irgendwas bringt. Okay. Healing Powder. Brauche ich fünfmal Mums Favorite für? Okay. Can't carry more items. Komm, wir hauen das auch noch rein. Das nehmen wir mit. Okay, also die meisten Menschen scheinen auf dieser Insel schon mal feindlich zu sein. Kisten kann man anscheinend nicht durchsuchen. Oh, was ist das? First Aid Kit. Beton wollen wir mal nicht nehmen. Wir quicksaven hier mal eben. So, also wir sollten uns von Menschen eher fernhalten. Aber das da könnte hier wieder so... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich will dir nichts tun. Okay, also hier scheint echt alles feindlich zu sein. Gut. Muss man nur wissen. Wir haben es überlebt. Wir sind jetzt nicht kaputt. Ich habe keine Schuhe, okay. Jetzt habe ich noch ein Messer, ist auch. Alter, riesen Messer. Also entweder hat sie sehr kleine Hände. Wobei, es sieht aber eigentlich von den. Oh. I don't want to fight Wildschweins. Leave me alone, Wildschwein. Verpiss dich. Geh weg. Wildschwein. Wir gehen mal hier oben lang. Mal sehen, ob wir aus den ganzen Violet Flowers irgendwas craften können. Ich nehme die einfach mal alle. Okay, wir müssen echt aufpassen. Im Moment haben wir nichts. Ach guck mal, das Zeug können wir anscheinend so mitnehmen. Das sind keine Items. Also wir können wohl Materials... Ah, okay. Ist das vielleicht das Maximum, was wir tragen können? Das könnte sein. Okay. Hm. So, nachdem der mich gerade schon umbringen wollte, macht es wahrscheinlich nicht viel Sinn, in das Dorf zu gehen. Wir können uns mal das Dorf angucken. Ganz schön viel los hier. Hasen. Vielleicht finden wir ja was im Dorf. Wenn da Menschen sind, können wir da wahrscheinlich nicht hin. Die werden wahrscheinlich dann versuchen, uns umzubringen. Das sieht essbar aus hier. Eat Berries, sehr gut. Hier haben wir noch eine Mums Favorite. Mal gucken, wie das da aussieht. Aber das könnte auch alles leer sein. Das sieht alles ziemlich verrotzt aus, die Hütte. Aber wir gehen mal lieber vorsichtig ran. Scheint leer zu stehen, oder?
glaube ja. Das war fast schon zu hoch. Locate Landmarks, Twin Houses. Okay. Gehen wir da mal rein, wa? Explore the Twin Houses. Ja, machen wir. Raten. Can't carry more items. Was haben wir hier? Cloth. Binding ist auch gut. Was haben wir da oben? New Document. After all, my hand is still shaking to remember the coastal tower. Your community is living a lie. My hand is still. I'm writing this note in case I won't live to tell anyone. Ich schreibe diesen Brief, falls ich das nicht überlebe, um das irgendwie zu erzählen. Nicht, dass irgendwer, der das hier lesen würde, die Insel verlassen könnte oder flüchten könnte, aber die Leute von der Gemeinschaft hier sollten es doch wissen. Ich habe keine Zeit, das alles, all die Horror-Szenarien zu beschreiben, die ich bis jetzt erlebt habe. Meine Hand schüttelt, meine Hand zittert immer noch vom Massaker heute Nacht unter dem Küstenturm. Also ich halte es einfach, es ist alles eine Lüge. Deine Community, eure Community lebt eine Lüge. Okay? Ja. Okay. Wenn er das sagt, komme ich hier irgendwie nach oben. Ah, hier waren bestimmt mal Treppen, wa? Ja, die sind Schrott, da kommst du nicht hoch. Oder komme ich da hoch? Ne, so hoch komme ich nicht, ne? Wäre sein können. Manchmal kommt man ja, vielleicht kann man hier irgendwo hoch. Das ist ja, soll ja, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Parkour-mäßig. Oh, hier, Wasser. Items. Okay. Ja, genau, it's empty. Okay, anscheinend ist der Tab, also der Wasserhahn, kaputt. Also ist kein Wasser mehr drin. Alles voll mit Kisten hier. Hier wäre noch eine leer, ne? Binding haben wir genug. Kann ich noch irgendwas craften aus dem Binding? Ah, okay, mein. Ich brauche einen Rucksack oder so einen Schrott. Ich kann hier nichts mitnehmen. Ups. Da. Cloth. Cloth, Cloth, Cloth. Ganz viel Cloth. Hey! Scheiß Ratten! Greifen mich die Ratten an! Metall. Da irgendwie rüber klettern. Sieht nicht so aus, ne? Da wäre Werkzeug. Wie komme ich da denn hin? Muss ich da irgendwie reinkommen? Ich hoffe, ich verletze mich jetzt nicht. Oh, Glück gehabt. Wie komme ich denn da hin? Darüber. Das ist verrammelt, da soll man wohl nicht rüberkommen. Ich breche mir immer noch alle Knochen hier. Naja. Gut, habe ich die jetzt. Ah, was ist das hier denn? Da ist wieder ein Note, oder? Richtig. Ich habe ihn gesehen. Am Horizont längs laufen. Er sucht mich. Ich habe Angst. Ich bin sicher. Ich verstecke mich hier oben und verbarrikadiere alles. Wenn sie mich nicht finden, dann gucken sie vielleicht auch nicht mehr nach mir. Aber ich muss doch irgendwie da. Die tote Ratte bringt mir jetzt auch nicht viel, ne?
Muss da irgendwie eine Möglichkeit geben hier. Zwei tote Ratten. Muss ja irgendwie einen Weg geben, da hochzukommen. Zwei tote Ratten. Binding, 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 Binding bringt mir nichts. Okay. Fuchs, okay. Ratten. Ich komme da oben nicht rein. Wie kommt. Da kommt man nicht. Ah, ich hab's eine Idee. Ja. Parkour. Genau. Hier hoch. Hier rauf. Hier rauf. Und dann da rein. So. So. Scrap Metal habe ich schon genug von. Von hier aus dann da und hier und dann darüber. Ah, okay. Also sehr viele Parkour-Elemente in diesem Spiel. Aber ist ja auch okay. Also quasi hier. Da komme ich nicht ran. Okay. Hier komme ich ran. Hier komme ich noch. Was gibt's hier jetzt? Zack, eine E-Mail. Achso, okay. Hier rauf. So, dann darüber. Und dann kann ich bestimmt durchs Dach da reingehen. So. Das sag ich doch, da ist ein Loch. Haha. Oh shit, das war nicht so gesund. Macht aber nichts. So, was haben wir hier? Das Ding, das sieht nicht verkehrt aus. Den hauen wir weg. Dafür nehmen wir den mit. Weil das Ding kann ich garantiert mal brauchen. Was haben wir hier denn? Cloth habe ich mittlerweile genug. Kann ich es. Bringt es mir, wenn ich irgendwo. Hier vielleicht einen Rucksack oder so ein Scheiß rum. Holz. Ein Stück Stock. Und hier. Ich kann hier nicht mehr länger bleiben. Ich werde hier wahnsinnig. Ich fühle ihn, ich sehe ihn. Er läuft immer um das scheiß Haus rum. Ich habe kein Essen mehr. Ich habe Durst. Ich habe nichts mehr zu trinken. Die scheiß Pumpe, die geht nur kaputt. Ich muss hier weg. Heute oder nie. Ich renne nach Osten. Zum Strand. Ich hau von dieser Insel ab. Ich schwimme, wenn ich muss. Okay. Ich bräuchte ja nur einen verkackten Rucksack, ne? Die sind aber wirklich sehr klein. Oder die Schubladen sind sehr, die Schränke sind sehr groß. Das kann natürlich auch sein. Aber hier, ach, das ist der Police Baton, Baton, Prügelstock, Schlagstock. So, kann ich hier irgendwas craften, was mir was bringt? Crafted Wrench, Crafted Knife, Cooked Meat, ne. Healing Powder, Simple Bandage. Okay. Hier ist nur Schrott drin. Vielleicht kann ich mit dem Ding hier die Pumpe reparieren. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Das ist hoch. Ne, ich gehe lieber da vorne, wo die Ratte gerade runtergefallen ist. Ach, kann ich nicht. Dann muss ich hier quasi aus dem Fenster klettern, wa? Okay, tat nicht weh. Gut, find a water source. Wir gucken mal, ob wir die Pumpe reparieren können. Anscheinend nicht. Gut, aber ich denke, mit dem Ding hier sind wir wesentlich besser dran als mit
Okay. Ding lädt rein und raus. Was hat er gesagt? Wo sollten wir hingehen? To-do-list. Find the coastal tower. Go down to the tower. Wir haben noch keine Water Source. Also das Ding funktioniert nicht. Wir brauchen Wasser. Da hinten könnte eine Quelle sein. Oh my God. Was? Ganz schön kaputt aus. Ich hätte sie ja am Leben gelassen, aber sie wollte mich angreifen. Wir riskieren mal das Haus da oben. Schön hier den ganzen Mist mitnehmen, so viel wir nehmen können. Haben wir schon genug von. Mal für Essen sorgen. Ich meine, man könnte noch so eine Ziege totkloppen, aber sonst ich glaube ich nicht. Aber hier. Strawberries. Okay, also Menschen sind anscheinend auf dieser Insel, die einen sind gestört und wollen dich umbringen, weil sie verrückt geworden sind. Und die anderen wollen dich umbringen, weil sie dich umbringen wollen. Okay. Haben wir was ge... Also hier scheint auch alles verlassen zu sein. Das Ding ist auch komplett klump. Ich würde sagen, wir versuchen das Ding mal... Hoffentlich... Okay, 1 und 4 habe ich jetzt Waffen drauf. Hat er Glück gehabt, er darf weiterleben. Oh, die Wand ist so weiß angestrichen. Was könnte das wohl bedeuten? Man kann hier gar nicht. Ich nehme alles zurück. Normalerweise weiß man ja, so weiß angestrichen kannst du rüberklettern. Kann ich die aufmachen? Locked. Wenn das hier alles so weiß ist, heißt das normalerweise, dass man da rüberklettern kann. Okay, dann gehen wir da hinten rum. Irgendwo wird man hier schon reinkommen. Man kommt immer irgendwie rein. Vielleicht da? Ne, da würdest du über die ganze Mauer klettern können. Auf jeden Fall erstmal von der Tür weg, falls der Typ gleich wiederkommt. Kein Bock, dass der mir gleich ein Messer in den Rücken haut. Wir gehen mal lieber hier runter. Was bist du? Oh. Oh Gott. Tut mir leid, mein Kleiner. Tut mir wirklich leid. Sinnvolles Craften nehme. Oh, mal Wauwau. Mach ich ja nicht gerne so ein Wauwau hauen, ne? Nicht hier rein? Ne. Warte mal, da kann ich doch vielleicht mit klettern. Da kann ich da sicherlich rein, oder? Ja. Ich bin mal gespannt, was uns da drin erwartet. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht das Spiel einen Mord Spaß. Ich finde das richtig toll. Das ist richtig geil. Das macht richtig Spaß. Ja. Ich hoffe, die Soundqualität von dem Video ist jetzt auch besser als vorher. Also zumindest meine Sprachqualität. Weil das ist das erste Video, was komplett mit meinem neuen Headset aufgenommen worden ist. Die parallel erscheinenden ETS und Fallout Videos sind alle noch mit dem alten Headset aufgenommen. Da sind nur Intro und Outro schon mit dem neuen vertont. Ich finde persönlich, es klingt wesentlich besser. Kann natürlich daran liegen, dass ich das Geld dafür bezahle und deswegen in meinen Ohren besser klingen muss. Weiß ich nicht.
Aber ich meine, man hört meine permanent verstopfte Nase nicht mehr so häufig. Was ich schon mal sehr schön finde, weil mich das echt gestört hat. Aber, naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Folgt mir auch gerne auf Twitch, das ist unten verlinkt. Ich streame ja auch viele andere Dinge, die hier nicht unbedingt auftauchen. Und das, was ich auf Twitch streame, was hier auftaucht, weil die Videos sind ja vom Stream aufgenommen, seht ihr da natürlich wesentlich früher als hier. Weil ich da nicht vorher schneiden muss, sondern. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und schaut wieder rein, begleitet mich weiter hier auf der Insel. Bis zum nächsten Mal.